Boah, jetzt war's aber schnell. Through the forest. Was? Weiß gar nicht, ob deine Begrüßung auf meine Aufnahme drauf war. Egal. Ich sag dann nochmal Hallo. Ja, hallo. Forest. Das war echt schnell. So, ja. Wir haben das Spiel jetzt mal ausgemacht und nochmal angemacht, ne? Also. Jetzt hoffen wir mal, dass bei Concord das Spiel jetzt wieder funktioniert. Und jetzt hoffe ich wirklich, dass bei mir hier die Bäume jetzt wieder da sind. Weil die sind ja bei letzter Folge bei mir irgendwie immer despawned, wenn ich zu nahe kam. Will ich gerade sagen, hey, das Floß, das bockt gar nicht mehr rum. Ich hätte es nicht denken sollen. Das ist ja lustig. Ich habe auch mal ein Video gesehen, wo der hier ein Katapult drauf gebaut hat auf den scheiß kleinen Ding, ne? Und auf das kleine? Ja, auf das kleine. Wie klein ist das Katapult? Und noch so ein Rockholder. Und der ist flüssig gefahren. Was? Ich gehe mal schnell in den Wald, um zu gucken, ob da was... Ob's die spawnen. Geh auf. Nein, dieses Bäumchen bleibt da und ich kann... Jo, ich kann fällen. Sehr schön. Jetzt gerade dunkel? Ja, ich habe schon irgendwie das Gefühl. Okay. Au, oh, scheiße, jetzt habe ich mich ausgesperrt. Alter, wenn das mir mal passiert, wenn eine Mutante mit mir her ist. So. Gut, was nehmen wir für die Folge jetzt eigentlich vor? Wollen wir da jetzt noch ein bisschen die Wände hochziehen? Ich glaub, weiß gar nicht, was haben wir letzte Folge gemacht? Waren wir da? Ach, da sind wir wieder von der Tour nach Hause gekommen, oder? Ja, genau, da sind wir nach Hause gekommen, haben noch ein paar Loks rüber gescheffelt, ein bisschen die Wand gebaut und das war's dann. Ja, dann lass uns die Wand. Wollen wir jetzt die Nacht mal pennen gehen? Können wir machen. Dann morgen. Geht's schlafen? Nochmal ja, Tour, ja, schlafen geht. Ja. Schlafen wir ganz kurz. Weil am Tag tue ich lieber Bäume fällen. Sehe ich wenigstens was. Aber ich habe Hunger, ich muss was essen. Ja, ah, ja, gut, dass du sagst. Ich bin jetzt erstmal aber schon was. Oh, mir geht das sofort, ich finde das super. Ja. So, Durst habe ich auch keinen mehr. Ja, früher ging es bei mir auch. Ich habe es runtergenommen und es. Da musst du auf E draufbleiben, ne? Das weißt du schon. Wenn du auf E draufbleibst, glaube ich, isst du es und wenn du kurz drückst, nimmst du es. Irgendwie so war das. Huh, habe ich gewusst. Hat mir jetzt aber gar nicht so viel gebracht, ich muss nur was essen. Vielleicht bringt es ja halt gegrillt noch... mehr, weiß ich ja nicht. Ja, ich glaube, gegrillt bringt es mehr. Mir ist es relativ. Weil schon wieder Regen. Jetzt, ist doch gut. Jetzt, wo wir kein Wasser theoretisch bräuchten, regnet das Ganze. Ja, doch, schon. Wenn man dann wieder Wasser bräuchten, regnet es wieder. Ja, gut, unsere Schildkröten-Dinger sind einfach nur voll. Ne? Also, ach, ich habe meinen. Nee, vorne habe ich draus getrunken. So, fülle ich es gleich nochmal auf. Ich glaube, die Axt ist besser. Wieso sind die jetzt leer? Ah, das ist für Dingsel wahrscheinlich. Trocknet leider aus wahrscheinlich. Schade, dass man irgendwie nicht so ein Holzfass bauen kann, wo man dann das Wasser reinfüllen kann. Wo dann so, sag ich mal, was weiß ich, 50 Liter reinpassen oder so. Irgendwie sowas, das wäre ganz nett. Wirklich mal. Ach ja, genau, was ich mal fragen wollte, weil es gibt ja diese Berge, wo Schnee oben drauf liegt. Ah, so. Wollen wir dann irgendwann mal auch auf so einen Berg gehen? Ja, irgendwann mal schon. Weil man kann ja diese Schneeschuhe machen. Dann so Schneeschuhe machen. Ja, irgendwann mal schon, aber ich würde fast erstmal sagen, dass wir erstmal einen Weg irgendwie in das Sinkhole finden. Also in das Riesenloch da. Das wäre natürlich auch was, ne? Weil da waren wir ja schon mal kurz davor, aber dann ging es ja doch nicht irgendwie rein. Das war eine Kacke. Ja, vielleicht haben wir irgendwie da auch ein bisschen was verpeilt. Ich weiß nicht. Können nochmal in so eine Höhle gehen und nochmal gucken, ob wir da was finden. Ja. Aber mir fällt jetzt überhaupt kein Höhleneingang mehr ein. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir haben uns noch schon alle benutzt, oder? Wie wir gesehen haben. Oder willst du nochmal in die gleiche Höhle reingehen dann? Wir können ja nochmal einfach. Wir können ja. Also wir müssen die Höhlen markieren, wo wir schon mal drin waren. Weil ja, und da, ich hätte sogar vielleicht eine Idee, wie man die markieren könnte. Es ist zwar jetzt ein Anhang, jetzt sagen wir mal, was du dazu meinst. Und zwar. Wenn wir da immer zum Beispiel von mir aus so ein komisches Licht bauen, so ein Skull Lamp oder so, ne? Ja, und man kann auch aber, nur so, ja, man kann einfach aber, so Stempen bauen. Ja, einfach irgendwas hinbauen, aber das nicht fertig bauen, weil dann zeigt sogar ein Hammer an, ne? Nee. Man kann so Stempen bauen und das wird dann auch angezeigt über die Karte. Da kann man so ein Fähnchen dranhängen mit Farbe und so. Ach so, echt? Habe ich schon vorhin mal vor ein paar Folgen mal ausprobiert. Da kann man einfach so. Ach, das ist sowas wie ein Markierer, oder wie? Ja, genau, so ein Markierer. So ein Wegweiser, sag ich mal. So, das wusste ich gar nicht.
Ja, da braucht man, glaube ich, 2 Sticks und ein Close und das war's dann. Das also kann man ganz geil. Einfach. Da können bauen. Wir immer so Markierungen setzen bei welchen. Ja, doch, das können ja. wir machen. Das ist ganz nice, ja. Ach, genau, 10. Ich habe mir für einen kurzen Moment nicht mehr gewusst, wie ich das abklicke. So. Tu du deinen Wagen auffüllen, ich mach das schon hier. Okay. Wo ist mein Wagen hin? Ah, da so. Hast du es eigentlich wieder ausgestellt, dass die Bäume nachwachsen? Nein, noch nicht. Habe ich vergessen. Also haben wir uns jetzt dazu entschieden, es auszumachen. Ja, ihr könnt es ja, unsere Zuschauer können es ja in die Kommentare schreiben, was die meinen, ob die das dann doch ja. lieber wollen, dass wir das anmachen und immer wieder frisch, weil frische ich sage, Bäume weil haben und besser bauen können. Viele Bäume, die da nachwachsen, also. Na gut, aber ein bisschen sparen wir uns schon den Weg, das fällt mir doch schon auf. Aber ja, wenn ihr das jetzt in die Kommentare schreibt, wird es wahrscheinlich schon so sein, dass wir schon ein paar Folgen weiter sind, ne? Ja, weiter also, gespielt haben, weil das wir machen bestimmt so schon 6 Folgen oder so. Ja, wir machen dann immer so Seasons, also so Sessions. Auch nur genau. Sessions, genau, und das sind halt dann so ein paar Folgen. Gut. Also könnten wir erst, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel in dieser Folge einen Kommentar schreibt, hey, lass die Bäume nachwachsen, reagieren wir wahrscheinlich erst in 7 oder 8 Folgen und stellen das wahrscheinlich ein. Obwohl, wenn ich jetzt so denke, wie weit wir vorproduziert haben, das könnten dann vielleicht auch 20 Folgen sein. Ja, das kann auch natürlich sein. Kommt mir gerade so, ne, weil irgendwie. Na gut, welche Folge ist denn das jetzt? Die 50. glaube ich jetzt. Hey, wir haben ein Jubiläum. Yeah. Und, wir haben halt das. Die zweite jetzt, ist bei wo mir wir gerade aufnehmen, haben wir eigentlich noch nicht so viele Folgen eigentlich veröffentlicht. 2, glaube ich. Wenn wir ja, 2 haben wir veröffentlicht. Aber gut, da seht ihr mal, wie weit wir eigentlich voraus sind. Also. Ja. Also. Kennt das doch. Das ist, glaube ich, kritisch werden. Naja. Ja, es kommt halt darauf an, wie viel wir jetzt in der nächsten Zeit spielen. Ja, es kommt halt wirklich, ja, genau. Weil wir haben halt das Spiel entdeckt und mussten erstmal richtig suchteln. Ja, das war Hammer. Und oh ja. Jetzt sind wir halt so weit voraus. Es kann natürlich sein, dass mal eine Spielepause kommt. Vor allem ja. jetzt zu Weihnachten vielleicht. Weil es ist ja gerade Weihnachten. Ja, aber und es ist halt gerade Weihnachten. Kann es sein, wenn ihr es gerade anschaut, dass ihr es gerade Sommer habt? Ja, stimmt. Heute ist der 24. Ja. Wow. So. Alter, was? Schreckt mich halt nicht so. Oh, das sind 4. Wo sind sie? Komm, die machen wir fertig. Seid halt nicht so laut. Ey, komm, jetzt chill doch mal euer Leben. Warte, ich muss ein bisschen. Kann man hier nicht mal in Ruhe? Verdammt nochmal. Ich bin schon da, ich bin schon da, ich bin schon da, ich bin schon da. Bäume fällt. Wow, Alter, wo kamen die denn her? So, 2 habe ich. Die anderen 2 sind. Was macht denn der da? Wieso kann ich den nicht aufheben? Also. Ii, was macht denn der da? Knochen, wieder Knochen. Nicht. Okay, ich schreibe den Entwicklern, dass die mal so einen Leichenschlitten machen sollen oder so. Ja, ich glaube. Das wäre ja, weil hilfreich. Ich habe mal nachgelesen, das sind nur 15 Leute, die das Spiel machen. Anfangs waren sie zu dritt oder zu fünft. Jetzt also sind sie echt, zu 15. Also es ist wirklich Respekt ein sehr kleines. Echt Respekt vor dem Macherteam. Es ist so ein Hammerspiel, das hat so Potenzial und die sind so dahinter. Das ist nicht so wie in manchen anderen Spielen. Ne? Wir nennen es keinen Namen. Ach, ich kann ein bisschen schon weg. Weißt du, das ist so Hammer, das Spiel. Das wird immer besser, immer besser. Ja, das ist echt schön. Das ist voll toll. Das. Alter, jetzt war. Aua. So. Sind die Bäume alle da runtergefallen? Achso, der ist voll. Mann, liegen hier viele Baumstämme. Oh nee, jetzt läuft der Schüler. Ich habe jetzt gerade keine Zeit für dich. Ich bring mal so alle ein bisschen auf einen Haufen, wenn die nicht gleich wegrollen. Ich habe gesagt, wenn ihr nicht wegrollt, ihr Kackdinger. Alter, jetzt, wie aggressiv ist denn der jetzt? Meine Fresse. Ah, jetzt, oder? Lustig. Hast du deine Rüstung eigentlich voll? Nee, gar nicht. Ich bin nicht mehr über die Hälfte.
Achso, gut, dann tue ich die ganzen Knochen mal. Wieso ist hier ein Kopf von einem Vogel? Ja. Aber ehrlich gesagt würde ich gern mal so ein Ding ausprobieren. Wir haben immer die Knochenrüstung. Ich würde gern mal diese Stealth Armor ausprobieren. Ja, das wollte ich einmal aus. Auch ausprobieren. Schon wieder welche? Was? Was? Ach, sie sind so aggressiv auf einmal. Oh! Die laufen echt wieder unter das Ding rein. Das gibt's doch noch nicht. Komm nicht dazu, meinen Lockschieber da auszulernen, weil die immer reinlaufen bei uns. Doch nicht. Sind bei dir auch welche? Nö, bei mir, ich guck ganz gechillt, Bäume fallen hier. Meine Güte, die laufen alle da rein. Wollen wir da eigentlich so mehrere Armor-Dinge machen? Einen für Knochenrüstung, eins für Lizard, eins für Ding, dass wir mal sehen, wie es ausschaut. Könnten wir machen, ja. Können Mehrere wir wirklich Sachen, mal das machen. können Aber wir das auch gern dann können wir ja dann draußen uns ein machen. Haus machen, ja, Ja, genau. genau. Gut, dann machen wir Das wird Lizard, halt unser richtiges, dir. schönes Haus. Das ist so richtig. Das andere ist nur Sicherheitsding. Es ist so safe. Und das andere ist einfach wirklich unser Wohnhaus. Da tun wir Safe richtig schön Zone. einrichten. Ein Bett, paar Regale. Ne? Unsere Vorräte da Ich lagern. glaube, wir brauchen echt mal ein bisschen mehr Lockholder. Muss mal über uns hier reinschauen, wie viele da einfach nur so rumflacken. Ja, aber das Traurige ist ja das Ding, wo 11 reinpassen oder 10, weiß ich jetzt gar nicht. Ist ja schon das Große. Wir haben ja schon Ja, ziemlich groß. komm bald nicht mehr bei uns rein. Ja, Das da im wäre Boot noch ist auch schon Platz voll, oder? für Das im Boot? zwei, drei Lockholder wäre da noch Platz. Wollen wir da was bauen? Warte mal jetzt Obwohl mal. ein. So. Doch, ich glaube, ich baue da jetzt nochmal ein paar Lockholder. Sieht einfach schön aus, wenn es schön geordnet ist und so. Ich glaube, wenn du wieder hier Baumstämme holst, ich glaube, du wirst die Krise kriegen. Ich glaube, Ja, für die aber so nächste liegen sie Zeit. jetzt einfach nur rum. Nicht, wenn wir dann mal Spiel beenden, nicht, dass die einfach mal despawnen oder so. Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das auch wieder so. Das wäre schon scheiße. Das wäre dann schon ein regelrechter Bug eigentlich. Finde ich. Probieren wir es lieber. Uppala, ist das gerade voll gehangen? Aha. Hey, das ist ein Hase gewesen. Alter, wie viele Bäumestämme hier einfach liegen. Du Muss musst man mich ins auf. Lager rein schon, ja? Ach, passt nichts mehr rein. Stimmt, dann bin ich schon mal. Warst schön fleißig. Ich hast keine Ausdauer mehr wahrscheinlich. Nee, doch ein bisschen habe ich noch. Cool, passt. Aber ich gehe jetzt mal mit zwei Loks wieder runter, weil ich mal auch mal bei uns reingucken, wie es da aussieht. Und ich brauche ein bisschen was essen. Essen ist relativ schnell heruntergegangen. Alter, ich kann das gar nicht machen. So. Hol ich noch mal die Fuhre. War du mit deinem Schlitten auch mal raus. Ja, ich will hier erstmal. Alter, das ist doch nicht mehr normal. Nimm so einen Scheißbaum. Nee, so viel Ausdauer habe ich auch nicht So. mehr irgendwie. Ich fahre auch nochmal mit dem Schlitten eine Runde. Nimm diesen Sch. Alter, Mann, irgendwie hackt es bei mir gerade voll. Uah. Ja, der spawnt dann irgendwie in der Luft und dann. Ach, wieder voll. Nein. Also ich glaube, da müssen wir noch ein, zwei Mal fahren, bis wir alle haben. Okay, das sind jetzt wirklich genug Loks, also wir brauchen nur noch 51. Wir haben gleich für die zweite Etage gesorgt.
ja, ich hasse diese Baumstümpfe, wo du immer hängen bleibst. Wow, nein, bleib da! Was ist passiert? Will ich's wissen? Keine Ahnung, als wäre eine Granate reingeflogen, ist ein ganzer Baumstumpf weggeflogen. Einer ist über die Mauer drüber. Ich weiß gerade nicht, was da los ist. Okay. Interessant. Mein Lockholder ist umgekippt. Nicht mein Lockholder, mein Lockschlitten. Moment, wir müssen einen Baumstamm ins Feuer rein. Fangen die an zu brennen? Da sind noch die ganzen Knochen, warte mal. Knochen tue ich da rein. So, jetzt stapeln wir die in den Boden rein. Das ist natürlich... Unten ist einer. Ich hasse es, wenn sie wegrollen und dann ewig weit weg sind. Das ist zum Piepen sowas. Das ist echt zum Kotzen. So. Sehe ich leider nicht mehr, wie viele da noch raufpassen. Es sind überall verteilt, das ist eine Kacke, sowas. So cool, da. Alter. Jedes Mal, wenn man sich die Höhle nähert, fliegen so Fledermäuse raus und ich erschrecke mich jedes Mal wieder. Ja. Ja, so, genau. Ey, ich muss das jetzt. 26 Sticks brocken, oder? Oh, Mann, oh, Mann. Oh. Ah, passt wunderbar. Eh, grad voll. Aber irgendwie die Fallen so direkt haben eigentlich bis jetzt noch nichts so gebracht, ne? Dass jemand direkt reingelaufen ist. Laufen direkt vorbei, ne? Ja doch, also beim. Da ist ein Fall ist schon zweimal welche reingelaufen. Aber ja, in die große aber, da eigentlich. Das haben die aber provoziert eigentlich, dass die da. Das schon dann, ja. Ja komm, ich glaube, das reicht fürs erste, ha. Da liegen zwar noch welche, aber. Könnte reichen, ja. Gerade so. Gerade so. So, ich muss es essen. Essen? Essen? Da. Ich hab keine Sticks mehr. Was war denn das jetzt? Das hat ja gar nichts gebracht. Hä? Was ist für eine Scheiße? Ich leg mal was da drauf aufs Feuer. Ich mach mal wieder was Gegrilltes. So, ich hol mal ein paar Sticks. Ja, ich war auch gerade voll. Unser Stickholder ist auch fast leer. Der ist komplett leer. Nee, ganz leer nicht. Nein, ich habe was reingetan, eine Fuhre schon. Ich mag das sowieso nicht, wenn vor unserer Haustür so viele Büsche sind. Da sieht's kaum was. Oh, scheiß Steine. Wo kommst du her? Vielleicht sollten wir nochmal so einen Steinhalter machen, so einen Stoneholder. Weil die brauchen wir ja anscheinend doch ein bisschen. Ja. Und ich hatte mir auch mal überlegt, vielleicht, also wenn wir unser Haus dort fertig haben, ne? Ja. Es gibt ja auch Steinwände. Nochmal. Ja. Die könnten wir dann auch mal machen. So ein Steinhaus. Könnte man machen, ja. Fahren wir mal oder noch nicht? Hm? Fahren wir jetzt mal oder noch nicht? Bauen noch mal schnell einen Lockholder fertig und dann nur ein paar Sträucher mal kaputt machen hier. Ja, aber die meisten Sträucher sind jetzt eh schon weg. Das ist mal ganz gut. Ich habe überhaupt keine Ausdauer mehr. Nur so ein Fitzle. Ja, ich auch. Aber ich habe was auf dem Herd gelegt, aber das sind nur so kleine Dinge. Ich glaube, das reicht gerade so für mich, wenn überhaupt. Aber der Wind hört sich richtig geil an in dem Spiel. Ja, der Wind hat es echt gut gemacht, das stimmt. Ich muss echt sagen, beim Spiel ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass. Atmosphäre ist richtig gut. Ja, die Atmosphäre ist Hammer. Und auch zum Beispiel einfach, wenn du da mit dem Bogen rausgehst und jagen gehst, das macht so Spaß. Du kannst so voll viel Zeit mit verscheißen. Einfach rausgehst und ein paar Hasen jagst oder Tiere. Ja. Weißt du, so ein bisschen
Futter und so Vorräte sammelst. Das ist so Hammer. Es wirkt zwar vielleicht beim Zuschauen so ein bisschen langweilig, kann ich mir schon vorstellen. Ne? Ist ja bei Gronkh, wenn Alter, ich mir Gronkh ein bisschen angucke, wirkt es mir ja auch manchmal so, naja, jetzt geht er da jagen, naja, ne? Vielleicht ein bisschen vorspulen, aber es ist so spaßig, das kann so Spaß machen. Also echt, wenn ihr auf Survival Games steht, ne, und auch oft so Survival Games anschaut, ne, ich kann euch das nur ans Herz legen, euch mal dieses Spiel anzuschauen. Vielleicht zu kaufen, ja. Vielleicht wenn ihr Glück habt, vielleicht mal jetzt beim Winter Sale, okay. Na, was heißt jetzt? Ja, ich wollte gerade sagen, es wird bei euch. Im Sommer Sale oder Herbst Sale? Ja, wahrscheinlich. Bei uns ist jetzt gerade Winter Sale auf Steam. Vielleicht, weißt du, wenn es mal im Angebot ist, es kostet so auch nicht viel, 14 Euro glaube ich, 15 Euro. Ja. Also das kann man echt verkraften. Für dieses Game ist das Geld echt wert. Fuck! Eine falsche Lockhöhle gebaut. Ich habe vergessen, den nochmal zu groß zu machen. Oh mein Gott. Muss ich ihn zerstören. Und er geht nicht kaputt. Ja, dann lass halt den Kleinen, ist doch scheißegal. Nein! Das geht ja sehr im Weg. Ja. Nur mal Sticks versuchen, verdammte Kacke. Ich würde gerne die ganzen Hasen, die ganzen Hasen fallen, die würde ich am liebsten alle abreißen, die nerven mich so dermaßen. Ich meine, man kann es direkt lassen, weil es ist ja auch sinnlos, wenn wir es abreißen. Vielleicht haben wir ja mal Glück, aber ganz ehrlich, die nerven ja, so, weil dass, irgendwie da kaum, echt ja, fast die, dass da kaum jemand reinrennt, das stört mich so. So bin ich schon soweit. Ja. Ah, das ist ganz gut, es wird dunkel, weil ich glaube, ich muss echt mal wieder schlafen, um ein bisschen Energie zu kriegen. Hey, wo wird's dunkel? Sonne geht doch langsam unter, oder? Ja, da hinten so langsam. Weiß man ja nicht. Ein Schlag und ich habe keine Angst mehr. So. Mit den Stick, mit der Sticktasche da, ne, mit dem Sticktasche wird echt sehr schnell unsere Stick-Dinger voll. Das ist echt cool, ein paar Vorräte wieder sammeln. Da. Ja, das ist ganz praktisch. So, ich wollte jetzt mal. Double Kill. Wie viele Sticks habe ich denn jetzt? 19, einen brauche ich noch. Reh, erschreckt mich doch nicht so. Ich hab schon gedacht, da kommt wieder so ein Eingeborener auf mich zugelaufen. Alter, ich hab. Wieso sind noch so viele Hassen hier? Und 1000. Keiner läuft in unsere scheiß Fallen. 1200 irgendwas Blätter. Ja, ich hab auch ziemlich viele. Oh gut, du hast 400 mehr als ich. Du warst jetzt unser Holzfäller. Ja, das mache ich hauptberuflich, falls es jemand interessiert. So. Machen wir unser Tor zu. Oh, Alter. Ich war gerade im Menü. Ne? Ja. Dann gehe ich raus und stockfinster. Und wie sehe ich aus? Du siehst wie ein Busch aus. Ich glaube, das ist auch Sinn und Zweck davon. Kann das sein? Oh gut, aber irgendwie sieht es doch leicht beschissen aus, ganz ehrlich. Weil irgendwie... Weil der Kopf ist frei. Nur dein Arm ist was, also... Und ein Blatt auf deinem Oberschenkel. Schau nochmal her, ganz kurz. Sieht echt lustig aus. Als hättest du das ganze Zeit einen Busch rumtragen. Na gut, ein bisschen Händen. Knochen hatte ich noch. Vielleicht fehlt da noch was von der... Ja, ich glaube auch, dass da noch was fehlt. Hey, da ist was drin zum Essen. Cool. Hm. Nein, das gehört mir, bitte. Das habe ich mir da reingetan gehabt. Das sind drei Dinger. Ja, das sind so klein, drei kleine Dinger. Ach so. Hast du schon gegessen? Nein. Eins habe ich gegessen.
Alter, das bringt ist mir das gar nichts, wieder? Mann. Hä, hey, wieso ist das wieder ausgegangen, das Feuer? Scheiß Drecksding. Alter, das bringt ja so gut wie gar nichts, die Scheiße. Was ist denn das? Echt jetzt? Ja, das ist echt krass. Ich habe mir jetzt mal was Ordentliches genommen. Ich leg da mal was richtig Schönes drauf. Ich hab mal einen Fisch drauf gelückt. Ich leg mir mal einen Hasen drauf. Dein Fisch ist fertig, glaube ich. Nein, das war mein Hasen. Ja. Nom. Dann esse ich deinen Hasen, deinen Fisch, okay? Du, ich habe meinen Fisch gerade gegessen. Nein, der Fisch liegt drauf. Nein, der Fisch ist weg. Bei mir liegt nur noch der Hasen. Bei mir liegt ein Fisch drauf. Und bei mir ist der Hase weg. Also bei mir ist gerade der Fisch weg, ist aber nicht das hingeht. Interessant, ich esse gerade einen Fisch. Ach ja, gut, wir können schlafen theoretisch, aber ich sehe auch gerade die Folge ist zu Ende. Oh, jetzt schon, okay. Wir haben keine einzige Fuhre rübergebracht. Naja, egal. Ja gut, aber wir haben ziemlich viele Loks, also. Ja, ich glaube nächste Folge, wenn wir da einfach nur mal rüberschwimmen und die Wand fertig machen, dann ist eigentlich auch wieder gut. Ja, du darfst gerne rüberschwimmen, ich fahr rüber. Ja, ja. Ich halte dein Brot gerade, sonst kippst du wieder um. Es ist wieder klar, ne? Also dann wünsche ich euch eine wunderschöne gute Nacht. Ja. Und gute Nacht. Ciao. Ciao.